Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Mountain Blade Warbound. So, weiter geht's. Wir haben erfahren, dass die Banditen, die wir suchen... Was denn das? Billig? Nee, brauchen wir wieder nicht. Dass die Banditen vor 5 Tagen bei der Burg Hurs unterwegs waren. Jetzt sehen wir uns mal da nach Spuren um. Die Bauern hätte ich fragen können. Also hier waren vor 6 Tagen Spuren hier unten und hier vor 5. Also müssen die eventuell in diese Richtung sein. Eventuell. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht sicher. Ich muss jetzt mal hier lang gehen und dann die nächsten Bauern fragen. Bisschen blöd ist im Dunkeln. Wir werden uns wahrscheinlich keine mehr entgegenkommen. Also wir werden sie verpassen. Aber wir können mal hier schauen. Spuren, das waren wahrscheinlich die Bauern gerade. So, Soldaten können wieder befördert werden. Eine Miliz. Okay. Oh, der Kohlölf, der ist saubillig. Kaufen wir. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann reiten wir wieder zurück. Versuchen wir unser Glück im Süden. Das sind unsere Spuren. Der schiebt hier aber auch mächtig Patrouille. Aber der Rolf ist wieder da, aber wir sind immer noch voll. Der kann sich nicht anschließen. So. Ich jage Gruppe Banditen. Ihr habt Glück, wir sahen die Sebastian vor 6 Tagen bei der Burg. Ja, toll. Vor 6 Tagen, das bringt mir gar nichts. Die können Gott weiß wo sein. Also es ist ultra schwer, die jetzt da zu finden. Turigor, den fragen wir mal. Der kommt hier irgendwo vom Süden. 4,7, 4,9. Ist also ein Wettrennen. Der hat natürlich auch nichts gesehen. Vielleicht hier an der Küste. Unwahrscheinlich. Erfahrung erhalten, der Trupp. Das Training ist für heute beendet. Ja, nachts suchen ist immer blöd. Wer ist das? Gundur. 5,2. Kommen wir nicht hinterher. Jetzt fangen wir mal die Bauern da unten. Jetzt ist der Rolf wieder da. Die Bauern sind noch schneller. Ich glaube, ich tue jetzt mal irgendwen entlassen. Einen Nordrekrut. Wenn ich jetzt auf Auflesen gehe, sind dann alle weg? Nein, einer. Okay. Jetzt sollten wir wieder Platz haben, wenn er wieder fragt. Wieder keine Briganten gesehen. Oh, ist das nervig. Okay, die Nords führen Krieg gegen Svadien. Das heißt, wir werden jetzt hier mal das Dorf überfallen. Talberl. Das machen wir jetzt. Ja, Geert, den glaube ich habe ich auch noch nicht kennengelernt. Aufgaben.
Krieg stiften. Also Krieg stiften will ich nicht. Die hätte jetzt gedacht, dass wir bei denen da ein Dorf überfallen und eine Karawane plündern. Aber dann würden wir uns mit zwei Fraktionen im Krieg befinden. Eine reicht, würde ich sagen. Ui, da ist schon einer. Der ist mir zu stark. Aber der geht jetzt zu unserem Gebiet. Das heißt zu unserem, ich bin ja neutral. Aber ich werde mir jetzt das hier mal schnappen. Wenn es keiner verhindert, Deserteure. Okay. Jetzt könnte der Rolf wieder zurückkommen, den könnte ich jetzt brauchen. Oh, 103. Da kann ich jetzt natürlich hier nicht angreifen, solange der 103er Trupp in der Nähe ist. Ich könnte hier mal ein bisschen weiter südlich. Wenn ich jetzt hier angreife, dann dreht er sofort um. Ich probiere es jetzt mal hier. Oh, 104. Ist mir alles zu gewagt. Komm zurück, mein Freund. Da ist er wieder, der Rolf. Jetzt probiere ich es mal hier. Schau mal hier, ob hier Truppen in der Nähe sind. Okay, die Burg ist leer. Da ist kein... Das heißt leer, da sind schon Leute drin, aber die können nicht raus. Ohne ihren Anführer. Ui. Da sind Banditen in dem Dorf. Jetzt tun wir sie erst säubern und dann greifen sie an. Alles klar. Was geht denn hier? Ein bisschen höher. Treffer. Einfach mal in die Menge schießen. Treffer. Treffer. Ich muss mal ein bisschen näher ran. Die Waldbanditen, die töten die Bauern weg. Ich habe Verbündeten getroffen. Eure Verluste, zwei getötet. Okay. Jetzt würden die mir was angebieten, ich weiß das natürlich zurück. Ich rekrutiere Freiwillige und dann greife ich es an. Ihr gewinnt an Ehre. Bringen euch widerwillig, was sie für euch haben. Nehmt die Vorräte. Steht das Vieh weiter. Das Vieh treibt das Vieh heute mehr. Schlachtet ein paar Tiere. Zwei. Okay. Ich wollte das eigentlich so richtig plündern, das Dorf. Oh. Hier hätte jetzt Bauern angreifen können. 104. Ist der böse auf mich? Nein. Der Reiter jetzt in die Richtung. Jetzt könnte ich es mal hier probieren mit dem Plündern. Dumm, die dumm, die dumm. Sieben Stunden. Feindliche Handlung. Zwingen euch die Vorräte zu geben. Die geben alle so schnell auf. Es geht ab. Ich probiere es mal hier hinten. Schaut es mit den Burgen aus, die sind wahrscheinlich zu gut besetzt für mich. keine Chance.
Oder habe ich jetzt falsche ausgewählt? Plündern geht noch. Ich habe sie gezwungen, mir ihre Vorräte zu geben, irgendwie. Ich muss Plündern nehmen. Muss man jetzt nochmal gucken. Feindliche Handlung. Zwingt die Bauern. Steht das Vieh. Mir geht da gar nicht. Sonst kommt man das immer plündern. Nimmt die Vorräte. Das ist ja witzlos. Das kann man eigentlich richtig blöd machen und plündern. Das brennt. So wie das da jetzt hier. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann reiten wir zurück und tun verteidigen und schließen uns da den Schlachten an. Dann machen wir halt das. Wenn sie uns schon nicht plündern lassen. Graf Kleistrupp, 100 Leute, sind mir zu viele. Ich muss schauen, dass ich zwischen eine Schlacht hineinkomme, wo unsere Partei gegen den ihre Partei kämpft am Anfang. Dann kann ich mich einmischen und denen helfen, glaube ich. Aber ich bin noch kein Vasall. Also ich habe den König noch nicht Treue geschworen. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen 9, 9, 5, 4, 2, 1. Passt. Muss man immer sortieren. Jetzt muss ich mal gucken in den Optionen. Gefechtsgröße. Ja genau, die muss ich auf 150 stellen. Kauft Vorräte, Leinen. Charakter, kann ich was skillen schon? Nein, immer noch nichts. Jetzt mal warten, bis Tag wird. Und hier mal Gegner suchen. Spuren suchen, Gegner suchen. Die hier die Dörfer plündern. Hier, Ambien ist geplündert worden. Riamalt, den fragen wir jetzt einmal, was er tut. Guck, Ribelet. Ribelet wird belagert. Das ist das da. Da muss ich jetzt hin. Ist unten die Nachricht bekommen, Burg Ribelet wird von den unseren belagert. Wird belagert. Da muss ich jetzt mal hin. Das schaue ich mir an. Dorf Saren wurde geplündert. Ist keins von uns, oder? Ich hoffe nicht. Bis wir angekommen sind, ist wieder Hölle. Erfahrung bekommen fürs Training. Ribelet heißt wie die Burg. Das gucke ich mal hier, ob ich hier noch plündern kann. Feindliche Handlung, Vorräte. Nehmt euch die Vorräte, Fälle. Ich will es plündern. Banditen. Banditen. Ah, hier sind sie am Belagern. Ich könnte jetzt reingehen, weil ich bin neutral. Surdun, den kenne ich auch noch nicht. Hallo? Aufgaben? Ich muss einen Brief an Graf Rafat von Königreich von Schwadien liefern. Tihirim. Rafat und die Hirim ist nicht weit weg. Aber das ist ja ein Gegner. Das ist ja ein Roter. So gibt er den Briefe. Jarl Harad, den haben wir auch noch nicht kennengelernt. Aufgaben.
kann man jeden mal nach Aufgaben durchfragen. Geart. Frieden, Unfrieden stiften, machen wir nicht. Was? Vor 7 Tagen bei Burg Yelbegi. Wo ist die denn wieder? Yelbegi, siehe, vor 7 Tagen. Also die treiben sich irgendwo darum. Die Banditos. Aufgaben. Keine. Lugason. Aufgaben. Keine. Dann haben wir noch. Fahren. Aufgaben. Keine. Wer steht da oben noch? Ragnar. König. Aufgaben. Keine. Ich bin noch nicht kompetent genug. Was macht er gerade? Wir begleiten ja Al-Irias Trupp. Ich antworte auf den Ruf des Marschalls. Okay. Die wollen hier angreifen. Hier ist der König Harlaus. Mit 200 Mann. Traut sich nicht angreifen. Dann würde ich sagen, entweder bleiben wir jetzt hier. Oder ich überbringe jetzt mal den Brief. Und plündere ein bisschen nebenbei. 13 Banditen, die würde ich mir gerne holen. 5,1, ich bin zu langsam. Vorräte, nimm die Vorräte. Die will ja 78. Oh, gegen die würde ich gerne kämpfen. Aber das sind meine noch zu schwach. Aber die, 5,1, da komme ich nicht hinterher. Die würde ich so gerne bekämpfen. Graf Rafat. Bleibt man da hin. Soldaten können befördert werden. Rekruten. Schwadische Miliz. Die Hirim, hoffentlich ist der noch, hoffentlich treffen wir da wen unterwegs. Ah, Graf Rafat, den brauchen wir. Genau den brauchen wir. Der ist jetzt mal wieder zu schnell. Müssen wir hinterher, es hilft nichts. Komm schon, tu es. Schneller. Wir haben auch 4,8. Der greift unsere Bauern an. Schlachtet unschuldige Bauern. Ich bringe eine Botschaft. Die mit 25 würde jetzt gerne angreifen, aber da machen mich die anderen platt. Es sei denn, der hilft mir. Ja, Al-Bulba. Ah. Hier ist ein ganzer Trupp. Jetzt, Freunde. Jetzt können wir uns den holen. Beziehungsweise mitmischen, euch nicht einzumischen. Ich kann mich nicht einmischen. Das ist so behindert. Mann, Mann, Mann. Vielleicht bleiben welche übrig, dann können wir die angreifen. Jetzt können wir den, jetzt können wir uns den holen. Yes, Freunde.
Ich möchte euch meine Bedingungen untertreiben. Bereitet euch auf den Kampf vor, greift den Feind an. Jawohl, endlich eine gute Schlacht. Schau mal, was der zu bieten hat, ob der bessere Soldaten hat. Okay, der hat schon mal zwei Reiter. Um die muss ich mich kümmern. Drei Reiter. Gescheit eine mitgegeben. Schauen wir mal, dass wir so viel Schaden wie möglich anrichten. Sieht gut aus. Reiter müssen wir noch holen. Gegner ist chancenlos. Ja, der König hat gesagt, ich muss es mir verdienen. Den erwische ich nicht mehr. Der wird wohl fliehen. Der ist geflohen. Wir haben gesiegt. 4 getötet, 6 verwundet. Jetzt geschafft zu fliehen. Gefangen nehmen kann ich keinen. Aber ich kann plündern. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Jetzt glaube ich, kann ich hier auch mithelfen. Jawohl. Die Folge hat Überlänge, aber die Schlacht mache ich noch. Wo sind sie denn, die Gegner? Ah, doch. Ah, die sind gut gerüstet. Erwischt. Waren das schon alle? Der flieht. Wieder mal ein Flüchtling. Ein berittenen Bogen schießen sind wir noch zu schlecht. Den jetzt wirklich zu erwischen. Ja. Hier verschwindet er hier das Ende der Karte. Trotzdem gewonnen. So, meine Freunde, wir sind am Ende einer Folge. Macht's gut, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.